Reproduction. Copyright 1991, viel zu schneller Text, ja, Nintendo of America. Und spätestens jetzt werden Konsorten wie Gitarist Simon, Osum LP, Steel 86, was weiß ich, werden schon wissen. Ja, und jetzt erst recht, was ich denn hier so spiele. Und ich spiele es nicht alleine, zwar nicht als Together, also ich spiele es schon alleine, aber nicht als Together, sondern ich habe hier einen Gast dabei. Oh, nämlich der Life Force, der bin ich nämlich. Ja, ganz genau. Rash, Sis und Pimple. Ich habe natürlich mit Gitarist Simon den zweiten Teil für Super Nintendo als Together gespielt. Deswegen weiß ich in gewisser Weise, worauf ich mich da einlasse. Ich bin immer noch nicht hundertprozentig genesen von meiner Grippe, aber ich denke, für dieses Spiel sollte es wohl reichen. Ich denke mal schon. Hoffen wir es einfach mal. Der Life Force, ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Ja, hast du. Weiß nicht, worauf ich mich da einlasse. Ich weiß es allerdings schon, weil Battletoads für NES soll eines der schwersten NES-Spiele aller Zeiten gewesen sein. Okay. Und nach Aussagen sehr vieler Leute ist es ohne Save States nahezu unmöglich. Ich werde in diesem kleinen Testvideo hier erstmal schauen, wie weit ich denn überhaupt ohne Save States komme. Das Let's Play wird es dann später auch irgendwann mal geben. Allerdings werde ich da vielleicht, nur vielleicht, den Gitarrist Simon als Gast dabei haben, wenn er es denn auch wünscht. Denn er hat ja dieses Spiel auch gespielt mit Osuma als Gast. Und ich glaube, da brauche ich schon etwas stärkere Nerven dafür. Gut, lange Rede, kurzer Sinn. Ich versuche mich an einem Let's Test von Battletoads für NES ohne Save States. Start. Und wie gesagt, der Sound ist jetzt schon geil. Okay, ich werde den Gargantua, die kommen in Diablo 2 vor. Geil. Ja, so Riesenaffen oder was das sein sollen. Also nicht wirklich Affen, aber so riesige Pelztiere. Okay. Irgendwie, So. wieso kommt mir dieser Frosch gerade so bekannt vor? Moment mal. Sorry. Gab es denn mal irgendein Spiel, wo er, ich weiß auch nicht, irgendwie auf dem Motorrad oder irgendwie so gesessen hat? Ja, Super Nintendo, ich habe ein. Ich bin. Ah, nochmal. Es gibt eine Super Nintendo-Version von dem Spiel und da gibt es ein Level. Was ist das? Ach ja. Und da gibt es ein Level, wo. Ja, das heißt Turbo-Tunnel, da muss man. Ja. Mit dem Bike irgendwie durch die Gegend fahren. Ich habe ein Video hochgeladen, wo ich den Turbo-Tunnel ohne Save States in einen Ruck durchmache. Ja, und da haben erstmal die Leute geguckt, so Final, so boah, Respekt. Und von diesem Spiel hier weiß ich nichts, außer dass ich mir irgendwann mal ein Let's Play von Gitarrist Simon, was ist das? Oh, von Gitarrist Simon angesehen habe, aber. Leider Gottes habe ich die schlechte Eigenschaft oder was weiß ich, dass wenn ich mir ein Let's Play ansehe, ich innerhalb kürzester Zeit wieder vergesse, was überhaupt in dem Let's Play war. Das ist auch der Grund, warum ich mir sehr viele Let's Plays auch öfter als drei oder vier Mal ansehe. Du bist ja nicht der Oh! Einzige, der dieses. Wow! Fick dich, du hast mich erschreckt, du Arschgeburt! Ey, erstmal Hunting Ground Shock hier. Kommt der erstmal von der Wand, ey? Ich glaub's ja wohl nicht, ey. Okay. Was ich eben gerade sagen wollte, war, Alter, bist ja nicht der Einzige, der dieses Problem hat. Weil, bei mir ist es zum Beispiel auch so, ich mache ja auch genauso wie der Uncle Wolf in gewisser Art und Weise Let's Plays. Ja. Wow. Yeah. Der ist ja gut geflogen. Hallo? Ach so. Nein! Der lebt noch. Gib das. Komm her. Aber der Sound, der, boah, der klingt. Der Sound von Battletoads ist echt Gold wert. Das lege ich dir echt nahe. Ich habe das ja leider nie gespielt. Ich bin ja zu der Zeit gar nicht geboren. Ich schon. Glückspilz. Boah, ich bin ein 90er Baujahr. Ja, da unten liegt. Ich hoffe, es lä. Frisst die Dinger. Nein! Sind diese Fliegen sowas wie Energieschub oder irgendwie so? Ich glaube schon. Ich habe jetzt nicht darauf geachtet. Okay. Also, Ah, leck! du hast zumindest bis jetzt noch keinen. Was? Was ist das?
Gesicht. What the fuck? Achso, das ist ein Boss da, hast du. Ah. Gott. Ah. Okay, okay, der ist easy peasy. Auch wenn man weiß, wo man hinlaufen muss. Wie würde Simon jetzt sagen? Ich bin Battletoad Skiller. Wow. Bin ich eigentlich überhaupt nicht, aber. Okay, immer schön feige sein. Das war's? Das war lame. Der war ja leicht. Battletoads Villain ist es schwach. Ich bin die Dark Bitch. Die erinnert mich hier gerade. Diese Hexe erinnert mich hier gerade an Hugo. Wie hieß die Serie jetzt noch schnell? Vier Hexen gegen Wall Street, glaube ich. Daran erinnert die mich nämlich immer. Oh, okay. Ich weiß nicht, ob du die Serie kennst. Das ist eine uralte Serie, die damals auf ORF1 lief. Okay. Ich glaube, das habe ich nie gesehen, weil ORF1 oder wie der Sender auch heißt, den besitze ich gar nicht. Oh, ja, ist ein österreichischer Sender, also. Ja, gut, okay, ich lebe nicht in Österreich. Ich schon. Wow. Du. Und ich habe gerade gesehen, die Fliegen sind tatsächlich Energiebündel. Komm her! Also durch meine geringe Super Nintendo, also Super Nintendo Battletoads Erfahrung, weiß ich hier natürlich einigermaßen, was von mir verlangt wird. Gucken wir mal, wie weit ich komme. Das Gute ist, ich spiel... Wow. Verpiss dich. Was bist du? Das Ding sieht aus wie eine Kamera. Hallo? Ja. Ja. Achso, du machst was. Nee. Das war knapp. Komm her. Wow, das war auch noch viel knapper. Und das Ding ist leider noch am Leben. Ja, okay, jetzt nicht mehr. Ja. Noch eins. So? Spielautomat. Oh. Ja, die Spielautomaten wirst du wohl noch kennen. Ich weiß noch damals im Schwimmbad, da hatten wir auch so ein... Also direkt in der Nähe unseres Hauses war ein Spiel... war kein Spielautomat, war ein Freibad. Und da gab es Spielautomaten von Mortal Kombat 2... Wow! Java! Von Mortal Kombat 2 und Killer Instinct. Okay. Der Mortal Kombat, sagen wir was auf... Ja, wird er erstmal gegrillt, hm? Ich bin gespannt, wie weit ich komme. Wenn es nicht so rumlägen würde. Na gut, das kann man ja nun mal nicht ändern. Ja, ich habe vor allem in letzter Zeit auch relativ viele Probleme mit Lags. Wow! Das war ja mal überhaupt nicht knapp gerade. Das war mehr als knapp. Hm. Ich habe wieder so ein... Ja! Oh Gott! Okay. Aber geht eigentlich mit Konzentration. Wenn ich mal kurz nebenbei was sagen darf, wie ich ja eben gerade die Hexe angesprochen hatte, für diejenigen, die das vielleicht nicht kennen sollten, es gab damals mal eine Serie, oder eine Show besser gesagt, ja, die sich Hugo der Troll nannte. Ah ja, genau. Und das war so eine geile Show. Das waren noch Zeiten, da war man noch jung, wie Simon sagen würde. Ja. Stimmt aber tatsächlich. Wow! Du Penner hast mich erschrocken. Ja, geil. Und auch noch getötet. Weg da! Was? Ja, ich glaube, dieses Let's Test oder wie auch immer wird sehr schnell zu Ende gehen. Komm her. Es sei denn, du hast... Wow. Es sei denn, du hast Glück und kriegst Energie. Oder Leben. Ich weiß gar nicht mehr, wann ich das Let's Play von Simon überhaupt gesehen habe. Ist schon lange her. Okay. Wow! Ja. Alter! Leck mich! Das war knapp. Knappe Kiste. Das war mehr als knapp. Aber ich muss sagen, geht noch. Aber jetzt habe ich es gesagt, jetzt kommt irgendeine Scheiße. Welche Level kamen jetzt? Ich weiß es nicht mehr. Ich hab keine Ahnung, ich hab das nicht gespielt. Oh, fuck. Genau, das war im Let's Play damals. Was heißt damals? Ich war ja nicht dabei, aber ich hab's mir angesehen vor... Keine Ahnung, wann das war. Das muss mir Simon sagen. Weg da, in die Fresse treten. Känguru, dass man in den Boden rammt. Mhm, sowas sind wir auch nicht alle Tage. Lass mich raten, wenn du da irgendwie... Was ist das? Bist du weg vom Fenster.
Okay, die klauen mir Energiepunkte. Das ist nicht gut. Moment, in den Nacken treten, genau. Geil. Moment, da, und jetzt in die Fresse. Geil. Super Nintendo Teil konnte man... Kommt her. Du hast volle Energie. Ich bin ein Frosch, ich will Fliegen fressen. Der ist nicht gesprungen, der ist nicht gesprungen. Jetzt hat sich wenigstens meine Frage geklärt, ob man da sterben kann. Bam, bam. Nicht so weit links. Was ist das? Was kriecht da auf meiner Wand? Igitt? Eine Spinne vielleicht? Nein. Ich glaube, das hat man gehört, wie ich es erschlagen habe. Ja, das habe ich gehört. Irgendein bösartiges Viech. Wahrscheinlich hier von diesem Spiel importiert. So, in die Fresse und jetzt in den Nacken. So, und jetzt wieder in die Fresse. Das ist alles für Simon, was ihr ihn damals angetan habt. Ich weiß noch, er... Oh nein. Ich weiß noch, er ist ziemlich verzweifelt gegenüber diesem Spiel gewesen. Ja, bevor ich darauf steige, einen Schluck. Ich habe irgendwie so das Gefühl, das könnte gleich extrem schwierig werden. Ja. Oh nein. Das war's ja genau. Das habe ich beim Super Nintendo Teil auch gehabt. Das habe ich nach, ich glaube, 50 Minuten oder so habe ich das ohne Tod hinbekommen. Wow. Wenn's nicht schlecht. Oh, wenn es nicht so lecken würde. Zum Glück habe ich ausreichend Jump'n'Run Skill. Okay, die Lags vereinfachen mir das jetzt ein bisschen. Jetzt hätte das war jetzt wegen dem Lag. Das hat sich ja wehgetan. Geil, ich schaff das. Ich bin Tanke Wolf. Ja. Ey. Okay, ich glaube, ich werde früher Game Over gehen, als ich dachte. Das ist nicht gut. Ach nee, wirklich? Ja. Ey, ich und mein scheiß Motto, geh keine Herausforderung aus dem Weg. Oder fast keiner. Lag! Was zum Geier! Oh, oh. Wenn es nicht so laggen würde, es ist echt ekelhaft. Genau drauf gelandet. Genau zwischen die Beine. Naja, du hast ja noch ein Kind. Continue zum Glück. Ja, die werde ich jetzt hier auch alle verbratzen. Plan A. Hoffentlich hast du diesmal Glück. Oh. Okay, ein gutes hat die Sache. Du musst jetzt nicht nochmal dieses Seil neu machen. Okay. In die Nase. Wo du ja so schön die Kameras oder dass das auch mal zerstört hast. Ja, keine Ahnung, was das war. Die Dinger sahen irgendwie komisch aus. Aber okay. Nein, guck dir das an, was die machen. Energieklau. Ich klaue euch gleich. Und wenn jetzt hast du wieder fast volles Leben. Ey, der Simon wird sich da halb tot lachen, obwohl ich fehle nicht, also lacht er sich nicht tot. Da in den Nacken. Ups, das wollte ich nicht. Geil, tritt an ihm vorbei. Meinst du? Einfach mal schön so nach dem Motto: Nö, den lasse ich mal in Ruhe, ich kill ihn, ich knöpfe den anderen vor. Ich bin gespannt, wie weit ich komme ohne Saves. Also, das Let's Play zu diesem Spiel wird es auf jeden Fall irgendwann mal geben. Aber dann auch mit Save States. Oh, da bin ich gespannt. Ich hoffe, ich habe mich jetzt nicht ins eigene Fleisch geschnitten, denn jetzt habe ich es schon angekündigt. Fuck. Obwohl. Naja, du kannst es zur Not ja noch rausschneiden. Nein, mache ich nicht. Und so ganz nebenbei, ich habe ungefähr so 70 Projekte geplant, die ich machen möchte. Ohne die ganzen Togethers oder so geplant. Also da, mein Kanal wird nicht so bald aussterben. Mann, du machst es gut. Ja, ich habe auf jeden Fall vor, die Assassin's Creed-Reihe, also mindestens Teil 1 bis 5, die habe ich nämlich hier neben meinem Kästchen liegen. The Walking Dead habe ich schon aufgenommen, 31 Parts. Hunting Ground habe ich schon aufgenommen, aber beide Spiele noch nicht beendet. Dead Space will ich auf jeden Fall mal spielen. Und noch viele andere. Das waren zumindest mal die neuest genannten, also die neueren Status haben. Hm. Da hast du ja viel vorgenommen. Ich habe natürlich auch viele Retro-Spiele vor.
Da bist du nicht der Einzige. Aber wenn ich nicht so Lags hätte, seit... Ich weiß nicht warum, seitdem ich diesen PC habe, laggen die Emulatoren rum. Ja, wegen des Lags konnte ich nicht springen. Ich glaube nicht, dass es in dem Sinne an dem PC eventuell liegen könnte. Naja, ich hatte früher fast nie Lags. Ich hatte in einer einzigen Aufnahme von Together mit Scarecrow, also Donkey Kong Country, hatte ich mal Lags, aber das war das bisher einzige Mal und danach eigentlich fast nie wieder. Kindheitserinnerung. Donkey Kong Country bin ich richtig gut. Ich hab's vor nicht allzu langer Zeit gestreamt. Bei mir ist es so, ich bin da, sagen wir mal, mittelgut. Wenn nicht gewisse Level wären. Ich hab so nach unten gedrückt. Aber ich kenne natürlich die Mechanik hier. Also nicht die von NES, aber die von SNES. Okay. Die muss ich auch kennen, sonst hätte ich's nicht... Wow! No Death geschafft. Das war knapp. Ich habe ja auch so einige Ich habe ja so einige No-Death-Runs gemacht. Zum Beispiel von Rosenkreuz-Stilette und Rosenkreuz-Stilette, Freudenstachel und Mega Mario, um mal nur drei zu nennen. Mega Mario? Habe ich das eben gerade richtig? Ja, Mega Mario. No-Death-Run natürlich. Respekt. Simon, wow. Ich hab's nur geschafft, weil mir Simon Tipps gegeben hat in Form eines von ihm selbst gemachten No-Death Runs. Uff, das war Reflex. Ich hab eben gerade gedacht, das Ding trifft dich noch. Ich auch. Da hat nicht viel gefehlt. Das war Millimeterarbeit. Und das war eine perfekte Bruchlandung. Ey, Quack, der Bruchpilot. Im Steuer hier. Leck mich, du Frosch. Perfekter Tod, ey. Das zukünftige Let's Play kannst du jetzt schon sehen lassen. Ich schon. Ey, wie der Typ mich hier auslacht, ich glaub's nicht. Es tut mir leid, aber es ist einfach zu witzig gerade. Nee, lach du nur. Ich lach ja selber, also. Das ist einfach zu gut. Ey, also das Spiel hat echt guten Soundtrack. Es ist höllenschwer, aber die Musik geil. Vor allem der Super Nintendo Teil hat so gute Musik. Die werde ich ja später hören, denn es ja draußen ist. Und ich dachte schon eben gerade, du fällst wieder in den Tod, ey. Nein! Das Together, das ist schon lange fertig bei Simon. Das ist schon lange beim Hochladen. Oh. Aber ich glaub's, aber ich sag's dir gleich, da werden viele Save States genutzt. Nicht in die Eier, in die Augen wollte ich sagen. Der lebt noch! Oder ist das ein Dritter? Nee, ich glaube, das ist der, den du eben gerade geklopft hast. Ey, ihr Säcke. Da, Headbutt extrem, ich glaub's nicht. Gegen zwei von dir hat ein Frosch keine Chance. So. Es sei denn, er haut mit der gigantischen Riesenfaust ihm eins aufs Maul. Frogger Deluxe. Frogger ist ein PS1-Spiel, aber zum Glück habe ich vor nicht allzu langer Zeit den PS1-Simulator zum Laufen gebracht, weswegen ich auch Spiele wie Metal Gear Solid und Crash Bandicoot, Lara Croft Tomb Raider, was waren jetzt noch? Spyro the Dragon, das Apes Odyssey, Apes Exodus und das eben genannte, was habe ich vorhin als erstes genannt? Auf jeden Fall das auch noch, die kommen Frogger, glaube ich. Ja, Frogger. Frogger war's, ja. Die sollen auch alle noch kommen, beziehungsweise von Crash Bandicoot habe ich den ersten Part sogar schon aufgenommen und hochgeladen. Du Glückspilz. Aber Lara Croft werde ich dann mit Gast machen, nämlich mit dem Spielofreak als Gast. Bei Metal Gear Solid ist der erste Part auch schon on. Und das sind Gitchoist Simon und Spielofreak. Beide der erste Teil von Metal Gear? Ja, Metal Gear Solid für PS1. Boah. Geil. Da werden Kindheitserinnerungen wach. Ja, das Problem ist, da gibt's immer mal so, Urheberrechtshinweis und so weiter, aber da ich ja nicht auf den Kopf gefallen bin, versuche ich natürlich, je nachdem, welche Firma das jetzt ist, mich immer mit denen in Verbindung zu setzen per E-Mail. Und ja, ich muss sagen, bei Konami und Mist. Autsch, Konami und Mist. Bei Konami und
Capcom habe ich die Erlaubnisse. Erlaubnisse? Das ist voll falsch. Habe ich die Erlaubnis, sowohl Capcom-Spiele als auch Konami-Spiele hochzuladen. Oh, du Glücksfels. Denn ich habe auf meinem Testkanal, der Onkel Wolf, habe ich den ersten Part schon vor einem Monat hochgeladen und habe dann YouTube das verklickert und da gibt es jetzt keinen Urheberrechtshinweis mehr. Glücklich, ey. Ich würde ja gerne auch PS1-Spiele ja in dem Sinne spielen. Oh, nein! Da hast du, glaube ich, ein bisschen dich zu weit aus dem Fenster gelehnt. Ja, ich war gerade verwirrt, weil ich über die Wand gesprungen bin. Das war eigentlich nur ein Reflex. Ich wusste gar nicht, dass das geht. Ey, ja, schon wieder. Was ich eben gerade sagen wollte, war... In die Fresse und in die Nase. Ja, klopf dir einfach die Nase platt. Ja, sprich dich ruhig aus. Auf jeden Fall wollte ich ja auch gerne mal PS1-Spiele spielen. Oder beziehungsweise... Der Lag. Let's play. Das Problem ist eigentlich nur dieses, dass ich im Gegensatz zu dir den nicht zum Laufen bekommst. Richtig, genau, das ist das Problem. Und komischerweise mit dem PS2 habe ich kein Problem. PS2? Ja. Es gibt einen PS2-Emulator. Ja, gibt es. Für diejenigen muss ich mal ganz kurz ein bisschen weiter ausholen. Das ist so, dass ich, wie ich ja schon gesagt habe, ich spiele ja, ich mache ja ebenfalls Let's Plays. Und unter anderem ist gerade mein aktuellstes Projekt Kingdom Hearts. Eins meiner Lieblingsspiele. Ja, das wollte ich auch irgendwann mal spielen, aber ich habe keinen PS2-Emulator. Ich nehme alles über Videograbber auf. Ja, ich habe nur das ist das Witzige. Ich habe keinen Videograbber. Leck. Auf jeden Fall, Kann ich irgendwo meine Continues sehen? Nee. Was ist das für ein Beat? Bum, bum, bum. Dön, dön, dön. Bum, bum, bum. Dön. Das klingt so geil. Egal, lassen wir es. Und ab geht die wilde Party. Ab geht die wilde Party. Wenn ich meine Fresse gehalten hätte, dann könntest du es dir im Video angucken. Moment, so nochmal. So, extra für dich. Oh, das ist aber lieb, dann kann ich das nämlich später dann hören, wenn es dann online geht. Auf jeden Fall, was ich sagen wollte, da, wie gesagt, ich mache ja jetzt im Moment ja Kingdom Hearts 2, 1. Und. Lags ohne Ende. Und das Witzige ist, ich hatte bisher keine Probleme. Ich habe auch in dem Sinne Disney angeschrieben. Ja. Wegen Urheberrechtsdings. Ach. Und das hat sich ja wehgetan. Wegen Urheberrechtsdings? Ja, also wegen Urheberrechtsanweise und hier Disney hatte mir versichert, dass ich Kingdom Hearts auch hochladen darf. Ja. Einziges Problem: Squaresoft. Was für Dinger? Squaresoft. Was ist das? Beziehungsweise, na, du wirst das so in dem Sinne nicht kennen. Besser bekannt ist es eigentlich unter dem Namen Square Enix. Wow, kenne ich trotzdem nicht. Wenn es nicht so laken würde, das ist echt assi. Das hat sich ja wehgetan wieder. Square Enix ist ebenfalls ein Publisher, der zuständig für die Schöner Tod, der für die Final Fantasy Reihe in dem Sinne bekannt ist. Mhm. Und dadurch, ja, sagen wir mal so, Squaresoft oder beziehungsweise Square Enix stellt sich da mal ein bisschen quer. Mhm. Wenn man das mal so betrachten darf. Weißt du was, ich versuch's nochmal. Noch ein Durchgang ohne Saves. Oh yeah. Ja, ich mach immer mal so Special-Videos, also entweder Videos in größerer Länge oder ja, oder so wie das Video, was ich erst aktuell hochgeladen habe von Sailor Moon, falls du das was sagt. Natürlich sagt mir das was. Kennst du Dr. Tomoe? Natürlich. Der Typ ist sowas von genial. Ich habe jetzt ein kleines Video von denen gemacht. Ich habe das absichtlich klein gehalten, weil ich Angst hatte, dass ich
Copyright-Probleme krieg. Ja, deswegen habe ich jetzt klein gehalten. Da habe ich einfach mal die drei besten Ausschnitte meiner Meinung nach zusammengeklaubt. Einmal das mit dem Twister. Das ist... Der Weltrekord ist gar nichts für mich. Ich werde ihn bei weitem übertreffen. Ey, das ist pures Gold wert. Am besten, muss ich ehrlich gestehen, fand ich die Stelle mit... wo er ins Haus will. Genau, und dann so ganz cool. Lasst mich gefälligst ins Haus, ich bin euer Hausherr. Ist auch dabei, die Szene. Er hat die Tür abgeschlossen. Macht sofort auf, ihr Schwachköpfe. Ich bin's, der Hausherr. Pures Gold wert. Ja. Der Typ ist so geil. Einer meiner Lieblings-Anime-Figuren, männliche vor allem. Weil männliche Anime-Figuren finde ich fast keine richtig gut, aber Dr. Tomo ist da wirklich eine Außenarme. Ah ja, das muss man wirklich mal sagen. Und ich muss auch, also, auch wenn vielleicht viele jetzt sagen würden, so Moment mal. Ja. So, ich dachte, der Sound ist leiser geworden. Gut, sprich weiter. Okay. Auch wenn jetzt einige Leute sagen würden, so nach Motto, das ist ja nur ein Mädchen-Anime, finde ich gar nicht. Stimmt eigentlich gar nicht. Es gucken sich mehr Typen an als Frauen. Ja. Außerdem, Sailor Moon war die erste wirkliche Anime-Serie, die ich gesehen habe und nach wie vor meine Lieblingsserie. Nicht nur deine. Ich muss ganz ehrlich gestehen, nein. Ich habe die Serie, muss ich ganz ehrlich sagen, auch geliebt. Nein. Ja. Allein, vor allem muss man auch dazu sagen, dass Sailor Moon tatsächlich die Art von Anime ist, wo man auch wirklich mal was lernen konnte. Ja. Die Musik klingt so gut. Ich meine, wenn man mal bedenkt, so was heutzutage alles für Schwachsinn im Fernsehen läuft, da frage ich mich allen Ernstes, ja. Wo ist das Niveau geblieben? Ja. Heutzutage wird nur mehr auf Einschaltquoten Wert gelegt und nicht mehr auf, ja, können die Leute was lernen? Ja. Boah! Vor allem, was ich, da du ja wahrscheinlich Animes magst, wie ich kenne, also so wie ich es jetzt gehört habe von dir. Yep. Ein Anime, den ich dir unglaublich ans Herz lege, ist, ja, so gesehen älter als Sailor Moon, die kleine Prinzessin Sarah. Ich kenne den Anime erst seit ungefähr einem halben Jahr, aber ich habe ihn mittlerweile schon dreimal komplett angeguckt und nach wie vor brennt er sich in meinen Kopf ein wie keine Ahnung was. Die kleine Prinzessin? Die kleine Prinzessin Sarah heißt das. Okay. Aber auf jeden Fall auch etwas, wo man so richtig lernen kann, wo noch Niveau vermittelt wird. Aber ist sehr empfehlenswert. Auch eine meiner Lieblingsserien, durchaus. Davon habe ich noch nie was. Also von der Serie habe ich noch nie was gehört. Hatte ich vor einem halben Jahr auch nicht, seltsamerweise. Aber dann habe ich es irgendwann mal durch Zufall entdeckt auf Dailymotion und haben mir gedacht, so auch, ich guck mal rein. Und seitdem hat es sich in mein Hirn gefressen, wie irgendein Virus. Echt, ich krieg das nicht mehr aus dem Kopf. Das hat sich genauso in meinen Schädel reingebrannt wie Daniela. Okay. So, zur Information, Daniela ist eine Figur aus Hunting Ground. Ah. Und die Frau hat mir solche Angst gemacht. So wie ich noch nie zuvor in irgendein Videospiel hatte. Obwohl ich mir die Parts selbst angesehen habe und so schlimm. Wenn ich mir die Parts selber ansehe, ist sie eigentlich nicht so schlimm, aber das, was ich während dem Spiel empfunden habe, also das kennst du wahrscheinlich, wenn man spielt, dann empfindet man anders dazu, wenn man sich nur ein Video ansieht oder wenn man es sich danach ansieht. Ja, das stimmt. Das kenne ich nur zu gut. Ja. Man könnte praktisch... Double. Da hat er dich doch noch erwischt. Da. Auf jeden Fall, klar, dass wenn man selber spielt, dann könnte man so denken, so nach dem Motto, dass man in einer anderen Welt sich gerade befindet. Ja, und vor allem Hunting Ground ist da noch einen ganzen Zacken schlimmer als andere Spiele, weil Hunting Ground hat die Eigenschaft, also es ist ein Survival-Horror-Game und man hat eigentlich nichts, um sich zur Wehr zu setzen, außer ein Hund namens Huey, der die Feinde angreifen kann, aber ganz vergessen, das ist eben einfach nur ein einfacher Hund und der kann nichts Besonderes, der kann beißen und jaulen und so weiter. Es kommt irgendwie bekannt vor gerade. Sagt der Name Tsuishamaru was? Ja. Der hat das auch Let's Played. Ich wusste doch, irgendwoher kommt mir das so bekannt vor.
Und was ich von Hunting Ground weiß, ist, egal wie oft man es spielt, egal wie gut man das Spiel kennt, wenn man es immer wieder neu anfängt, sind die Gegner immer durch Zufall irgendwo anders. Und das allein dadurch und die Tatsache, dass man sich nicht wirklich zur Wehr setzen kann, ist ja das Allerübelste. Random Spawn. Sowas ist immer gut. Weil das Prinzip beruht darauf, dass man wegläuft und sich versteckt. Okay. Ja, und der Gegner ist natürlich immer mächtiger. Zum Beispiel. Oh! Zum Beispiel Daniela ist so eine Psychofrau, die keinerlei Schmerzen spüren kann. Und wenn die dann auch noch einen verfolgt mit so einer mega fetten Glasscherbe und dich aufschlitzen will und durch random irgendwo auftaucht, egal wo, dann hast du schlechte Karten. Und du kannst dich auch sie gegen. Nein! Du kannst dich auch nicht wirklich gegen die zur Wehr setzen, weil selbst wenn sie fühlt keine Schmerzen, da hast du Pech gehabt. Boah, das ist übel. Das ist wirklich übel. Aber das Spiel. Hey! Das Spiel macht aber sowas von Laune. Auch wenn ich es aktuell leider nicht aufnehmen kann, weil mein Videograbber nicht am PC funktioniert. Oder besser gesagt, ich kann ihn nicht mal installieren. Weil er das Passwort nicht annimmt und ich habe keine Ahnung warum. Deswegen bin ich auch auf der Suche nach einem neuen Videograbber, wo ich auch ein bisschen besser eine Bildqualität reinklatschen kann. Aber ich will auf jeden Fall kein Projekt ab. Nein! Oh, das war böse. Das war dumm von mir. Ich will auf jeden Fall kein Projekt abbrechen. Außer Super Meat Boy, das ist eine Ausnahme. Weil ich war kurz vor Ende. Weil ich spiele das Spiel auf 100%, war kurz vor Ende und dann ja, bekam ich einen neuen Computer und ich muss jetzt das ganze Spiel nochmal auf 100% spielen. Und das Spiel ist so schon bockschwer, wenn man also ja? Wenn ich mal ganz kurz eben da unterbrechen darf, eigentlich dürfte das gar nicht sein, weil Steam ist eigentlich dafür bekannt, dass wenn du praktisch dir einen neuen Rechner zulegst, hat Steam die Fähigkeit eigentlich, dass der Spielstand gespeichert wird? Ja, nur ich bin nicht im Steam. Aber Super Meat Boy gibt's doch nur für Steam, oder nicht? Nee. Ich hab so. Nein, lass mich in Ruhe! Oh, ich bin. Oh. Auf jeden Fall bockschweres Spiel und weil ich jetzt alles wiederholen muss, denke ich so, nee. Ja, das ist natürlich scheiße. Naja, das spricht leider auch mein Ehrgeiz, weil ich bin dabei, es offscreen nochmal alles nachzuspielen. Weil ich habe mehrere Projekte diesen Scheiß. Bei Edna bricht aus zum Beispiel, muss ich ein bisschen was nachholen. Metal Gear Solid hat da ist der Save State kaputt gegangen, weil ich zu dem Zeitpunkt nicht speichern konnte, aber dank Steve kann ich speichern. Nur ist der Save State kaputt gegangen, deswegen muss ich Metal Gear Solid auch nochmal nachspielen. Und noch so einige andere Spiele. Aber naja. Nein, immerhin kannst du es ja in dem Sinne spielen. Ich ja leider nicht. Ja. Das Problem ist, ich bin leider ein unglaublich ehrgeiziger Mensch in diesem Punkt und gebe da in gewisser Weise fast nie auf. Da bist du nicht der Einzige. Freiwillig Freiwillig breche ich kein Projekt ab. Und Hunting Ground hätte mich durchaus fast dazu gebracht. Okay. Weil ich jetzt seelisch nicht mehr ausgehalten habe, aber ich hab's nicht abgebrochen. Wahaha. Ich hab Daniela in die ewigen Jagdgründe geschickt. So soll es sein. Ich hab sie besiegt. Mann, du kannst gar nicht glauben, wie ich mich da gefreut habe, aber die Freude währte nicht lange, das ist das Problem. Weil. Ja? Die Rache kam von ihr zurück, würde ich sagen. Nee, ein paar Augenblicke später tat sie mir leid. Okay. Ich meine, sie hat mich in den Wahnsinn getrieben, hat alles gemacht, um mich zu töten. Und dann tut sie mir trotzdem noch leid. Ich kann mich nicht mal richtig an ihr rächen. Aber naja, das. Wow. Das Ganze siehst du ja im Let's Play von. Wow, ich bin voll durch die Wand gefahren, aber wegen des Lags hat's nicht gezählt. Geil. Das war jetzt ein geiler Name eben. In dem Let's Play. Wow, ich bin voll gegen die Wand gefahren. Naja, wie gesagt, das siehst du im Hunting Ground Let's Play alles. Ja, mal schauen.
Da habe ich auch einige andere Gäste, wie zum Beispiel Chovo, Stuxa, auch die Gitchos Terminist. In einem Part Let's Play, ich weiß aber nicht mehr in welchem. In einem Part Let's Play, genau. In einem Part Gast. Ich weiß aber nicht mehr, welche Nummer er hat. Ich weiß nur, dass er der Erschrecker heißt. Der Part. Okay. Weil er mich erschrocken hat, weil ich unvorbereitet war. Fängt auf einmal an zu schreien, wie von der Tarantel gebissen. Oder gestochen. Und weil er natürlich weiß, dass ich Schiss vor Daniela habe. Ja. Ja, da hat er sich den Gaudi daraus gemacht, würde ich mal sagen. Boah, Mordsgaudi, ey. Aber so richtig. Das ist ja fast so wie bei Terranigma, dass sie da so ein Schaß daherredet. Apropos Terranigma, das muss ich auch mir unbedingt angucken. Ich bin auch gar nicht dazu gekommen. Ich sag's dir gleich. Bisher sind 3 Parts aufgenommen und eigentlich hatte ich Bedenken. Ich wollte es eigentlich schon löschen. Aber? Ich lösche meine Videos nicht. Denn selbst wenn ich ja unpassend bin oder Fails baue, ich lasse nahezu jedes Video existent. Aber der Grund, weswegen ich es löschen wollte, ist nicht, weil Terranigma schlecht ist, auf keinen Fall, aber ich habe so die Befürchtung, dass ich die Atmosphäre des Spiels, dass ich sie zerstöre und dem nicht würdig werde, weil ich sag's mal so, die ersten 3 Parts sind so lustig, dass ich es bisher noch nie geschafft habe, mir irgendeinen anzugucken ohne Lachflash. Okay. Und da habe ich so ein bisschen Bedenken, ob das nicht irgendwie unwürdig dem Spiel gegenüber ist. Vor allem der 3. Part ist Lachflash pur. Naja, also ich will mal so sagen, Das merke ich jetzt erst. Wieso ist der Frosch so bucklig, wenn er da drauf sitzt? Keine Ahnung. Vielleicht wollte er gerne der Glöckner von Notre Dame werden. Ja, Quasimodo hat die Stelle bekommen. Scheiße. Wenn es nicht so lägen würde, das ist extrem böse. Ah, das war voll in die Wand. Ja, das war meine eigene Schuld. Ihr habt da was zu früh eben gesprungen. Aber ich muss zugeben, ich schlag mich dafür, dass ich es ohne selbst jetzt versuche, eigentlich recht gut. Ja, bisher nur ein einziges Mal, hast du, glaube ich, ein Continue benutzt, wenn ich mich jetzt nicht ganz irre. Ich weiß auf jeden Fall noch, dass der G-Trace Simon im ersten Level schon total auf Safe States angewiesen war. Oder vielleicht nicht total, aber er hat sie im ersten Level schon verwendet. Okay. Glaube ich, ich erinnere mich gerade nicht daran. Komm schon! Überskiller, ey! Ich hab gerade eben gedacht, die Wand knutzt dich noch, ey. Ey. Ich war drüber, du Sackratte! Ey. Ich mag Frösche und Kröten, aber bei dem Spiel vergeht's mir eigentlich. Nee, eigentlich nicht. Kröten und Frösche sind sehr interessante und sehr schöne Tiere. Auch wenn sie Warzen haben ohne Ende, aber ich finde sie schön. Ey, klasse. Das war fies. Fängt das schon so an wie bei No Constancy, hm? Die Airman Stage, wo mich die Frösche genatzt haben ohne Ende? Weil No Constancy, ich weiß nicht, ob der was sagt. Mega Man No Constancy. Mega Man sagt mir was, aber nicht No Constancy. Das sagt mir leider nichts. Du weißt ja, dass es in Mega Man eine Unverwundbarkeitszeit gibt, wenn man getroffen wird, nicht wahr? Ja. In Mega Man No Constancy gibt es einen Hard Mode. Den Spiel, okay. Den Let's Play ich. Und im Hard Mode gibt es diese Unverwundbarkeitszeit nicht. Da wird man einfach immer wieder bam, 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 bam getötet ohne Ende. Und wenn man da in einem Gegner steht, hat man schlechte Karten. Boah, das ist böse. Vor allem No Constancy ist auch ein gar nicht mal so leichtes Mega Man Spiel. Also nicht wie die gewöhnliche, sondern auch ein bisschen schwieriger. Okay. Ja, wie gesagt, Mega Man sagt mir zwar allgemein das, weil ich auch Ey. Da hat er dich ja schön gekickt. Ich kick zurück oder box zurück vielmehr. In die Fresse. Punch. Und nur noch 2 Balken, das ist fies. Fies sind die ganzen Lags, wenn die nicht wären, würde ich wesentlich besser durchkommen. Aber wenn das von Skype kommt, dann ist das scheiße. Muss ich das Let's Play ohne Gast spielen und darauf habe ich eigentlich keinen Bock. Naja, es gibt ja noch den Safe State. Richtig. Den ich dann aber nur im Let's Play benutzen werde. Ich werde sowieso jetzt, wenn ich Game Over gehe, das Video beenden. Okay. Der
buckliger Frosch mit großer Lippen. Der sieht so hässlich aus. Ich würde jetzt nicht gerne ein paar dumme Sprüche von Flint Hammerhead sagen, aber mir fallen gerade keine ein. Nee, du hast echt auch die Serie geguckt? Wie geil. Ich habe so ziemlich alle Serien auf Festplatte. Also, oh. hier auf meiner TV-Festplatte natürlich. Geil. Wow. Die kann ich jederzeit gucken, wann ich will, was ich will. Auch Gott. Die kleine Prinzessin Sarah und Sailor Moon habe ich. Animes habe ich ungefähr 50 Stück. Fick dich, wow. Du Frosch. Aber man muss sagen, ich habe auch sehr viele Serien in mehreren Sprachen. Fast jede Serie habe ich auch auf Englisch, außer Sailor Moon, da ich Sailor Moon in Englisch verachte. Ich liebe es in Deutsch und verachte es in Englisch. Das ist irgendwie paradox. Crazy. Ich bin nach oben gegangen, aber wegen dem Lag ist... Ach. Zu spät gewesen. Nee, der Lag hat verhindert, dass ich nach oben gehen darf. Und das passiert mir auch im Super Castlevania 4, da laggt's ohne Ende und das verkackt mir meinen No-Death-Run. Das ist natürlich kacke. Wow. Komm. Frosch-Action. Ja, nein. Ja, oh. Ja, genau rein. Da bist du platt, was? Wo kam denn das noch schnell? Da bist du platt, was? Genau, Space Jam. Space Jam. War das nicht mit Bugs Bunny? Ja. Basketball? Ja. Flieg, du Frosch. Oh, das war auch ein geiler Film. Ja, ich gucke relativ selten Filme, vor allem relativ selten normale menschliche Filme, aber... Och, du hast hier ein Extra-Leben. Die werde ich auch brauchen. Nein, und schon hier tot. Ja, ich nehme an, das wird der letzte Versuch, nicht wahr? Vielleicht auch nicht. Ey, diese Legs, die kacken ab ohne Ende. Oh, ich habe noch ein Coutinho, geil. Der Qual geht weiter. Heißt also nochmal drauf kloppen. Auf den Frosch. Oder auf die Kängurus. Ja. Aber ich würde dir auf jeden Fall das Let's Play von Simon empfehlen, auch wenn es schon recht alt ist und die Technik da nicht die allerguteste, nicht die allerguteste, genau, nicht die allerbeste war, aber es ist sowas von für ein. Es ist sowas von gut. Naja, man darf ja nicht vergessen, man fängt ja immer klein an, ne? Wenn ich dann denke, meine ersten Videos, ich kann kotzen, wenn ich die sehe. Glaub mir. Vor allem, da ich nicht so gesprochen habe wie jetzt, sondern in Dialekt. Und mich versteht kein Mensch, wenn ich im Dialekt spreche. Okay. Aber ich würde dir davon abraten, dir meine ersten Videos anzugucken, weil... Das tut weh. Schlechte Bildqualität, schlechte Soundqualität, dann auch noch Dialekt, dass man kein Wort versteht. Hallo? Ja, glaub mir, als ich angefangen habe mit Let's Plays, da war ich, sagen wir mal, so... Komm her. Nicht so aufgeweckt wie jetzt zur Zeit. Also sprich, da war ich eher noch schüchterner. Ja, in den Nacken? Ey, dann eben. Oder auch nicht. Moment. Bam! Na, schmeck den! Alles für den Simon. Und auch alles für meine Abonnenten. Boah, was ich mir den Arsch aufreiße für meine Abonnenten. Ich nehme Challenges an, noch und nöcher, nur damit die sich hier halt totlachen können über meine Videos. Oh Gott, nee. Oh Gott, doch. Ich habe schon so einige Spiele gehabt, wo ich lieber sagen würde, nee, hätte ich das bloß nicht angefangen. Bei Hunting Ground hatte ich mehrmals den Gedanken, aber... Tja, ich habe schon angefangen und ich breche es nicht ab. Da muss schon richtig deftiger Grund kommen, damit ich das abbreche. Und Daniela wäre fast der Grund gewesen. Und ich freue mich schon ehrlich gesagt auf mein neuestes Projekt. Das wäre? Das wäre in dem Falle, ich weiß nicht, ob du es kennst, Paper Mario und die Legende vom Äonentor. Also nicht I von wegen Paper Mario, aber I im Sinne von, ich kenne Paper Mario, aber hab's noch nie gespielt. Ah, okay. Keines, ich weiß gar nicht, was man da überhaupt macht. Dann versuch das mal in so einem Kurzform mehr oder weniger zu erklären.
Beim ersten Teil war es damals so, dass du versuchen musstest, die 7 legendären Sterne zu finden. Aha. Und, Ey, leck mich. Bester Flug ever. auf jeden Fall musstest du halt versuchen, die 7 Sterne in dem Sinne zu befreien, die in Form erst an Karten waren, das ähnelt wie bei Mario Party. Oh. Karten, erinnert mich jetzt an Cardcaptor Sakura. Mein geil. Ja, ich bin ein totaler Anime-Züchtler. Cardcaptor Sakura, einer der besten überhaupt. Jawoll, genau. Voll in die Fresse. Oh. Sprich dein Satz noch zu Ende. Auf jeden Fall ging es halt darum, wie gesagt, die zu finden und das war nicht ganz ohne, weil die Bosse, die dort sind, die sind nicht ganz einfach, muss ich ehrlich gestehen. Aber einfacher als das Spiel hier. Gut, ich muss sagen, ohne selbst jetzt bin ich, naja, ganz gut durchgekommen, würde ich mal sagen. Wenn ich dann das Let's Play zu diesem Spiel anfange, werde ich es mit selbst jetzt spielen. Ich werde eventuell den G-Trace Simon dann als Dauergast dabei haben, je nachdem, ob er dann Lust hat oder nicht, aber ich bezweifle, um ehrlich zu sein, dass er das Angebot ausschlagen wird. Allein schon wegen dem Fail würde er das, glaube ich, machen. Und allein, weil er mich kennt, weil ich kenne den G-Trace Simon jetzt schon eine längere Zeit, schon locker über ein Jahr und er ist mit einer der besten, meiner besten Kumpels hier auf YouTube und einer der korrektesten Leute, die ich kenne. Ja, sowas sieht man, sowas, solche Leute trifft man ja leider nicht so häufig. Das ist so das Problem. Ja, aber bis jetzt kann ich von Simon nahezu nur Gutes erzählen. Er hat zwar Okay. seine Schwachstellen auch, wie jeder Mensch, aber ey, ganz im Ernst, wenn man darauf rumhackt, dann bin ich der Allerdümmste überhaupt. Das erinnert mich gerade an No Constancy, als ich gegen Airman gekämpft habe. Da habe ich irgendwann gesagt, ich bin so eine Mistgeburt, weil ich es nicht auf die Reihe kriege, Airman zu packen und fein dann so, nee, sei nicht so hart zu dir selbst. Ist aber auch sehr empfehlenswert. Oh, herrlich. Also was halt immer auch nicht jeden Tag, ne? Ich gebe so manchen Senf von mir, wenn ich, ja, solche Spiele wie das hier spiele. Bei mir ist es in dem Falle auch so, ich habe auch einen sehr guten Kumpel. In dem Falle ist es der Chimäre. Und mit dem habe ich auch schon so einiges an Schabernack getrieben. Beziehungsweise er mit mir. Bestes Beispiel, ich bin ja auch dabei, World of Warcraft in dem Sinne zu let's playen, beziehungsweise es ist im Moment stillgelegt, vorläufig. Und ich sag's mal so, es gab eine Stelle im Spiel, wo er es echt geschafft hat, mich zu verarschen. Man nehme einfach ein Luftschiff von Orgrimmar in dem Falle, nehme einen Elch dazu, oder einen Hirsch in dem Falle, ne? Ich auf seinem Rücken. Er sagt noch ganz cool zu mir: Ich habe eine Überraschung für dich. Hat aber nichts mit PvP zu tun, ne? Nein. Er schafft es tatsächlich, durch das Luftschiff zu fliegen oder runterzufallen, zieht mich dabei mit und ich sterbe wegen ihm. Klingt lustig, aber leider kenne ich mich mit World of Warcraft nicht aus. Ist, um es mal vom Genre her zu sagen. Ja, ich kenne es, aber ich habe es noch nie gespielt. Das wollte Ah, ich damit okay. sagen. Achso, okay. Gut, ich denke, eine Minute könnten wir noch irgendwie zubrabbeln, dann wäre das Video 50 Minuten lang. Was? Ja, wie gesagt, Special. Ich mache oft solche Specials. Das längste Video, was ich hatte, war, glaube ich, entweder ein Mega Man Overload Part oder ein Mega Man Cry Out Part mit fast 3 Stunden. Ein einzelnes Video. Mein bisher längstes. Und meine No Death Runs sind ja auch in gewisser Weise lang, wenn man bedenkt, so Rosenkreuz-Stilette dauert, glaube ich, 1 Stunde 20, Rosenkreuz-Stilette Freudenstachel 1 Stunde 30 oder umgekehrt, die beiden. Mega Mari dauert auch so ungefähr 1 Stunde 30, so in etwa. Aber alles No Death, ohne Tod. Ich glaube, das die höchste Aufnahme, die ich mal gemacht habe, das war in dem Falle. Warte, jetzt muss ich kurz überlegen. Genau, Hyperdimension Neptunia. Höchste Aufnahme waren, glaube ich, 1 Stunde und 30 Minuten.
Naja, so lange sind bei mir die Rockman No Constancy Parts, weil die als Let's Longplay betitelt werden. Ah, okay. Weißt du, was ich vergessen habe? Mein wichtigstes Longplay überhaupt. Mega Man Zero 1. Falls der es was sagt. Mega Man Zero sagt mir gerade was, ja. Von vielen Leuten als schweres Spiel empfunden. Ich habe Mega Man Zero 1, habe ich damals blind Let's Played. Danach habe ich später irgendwann einen No-Death-Run gemacht, der fast 2 Stunden geht, ohne Tod. Und ich habe auch eine Challenge dazu gemacht, wo ich 100% hole und keine Cyberelfen, also vergleichbar mit den Energietanks, und keine Elemente, also vergleichbar mit den Schwächen, verwende. Also das ganze Spiel nur mit Buster und Saber. Und 100%. Das ist eine extrem krasse und vor allem sehr schwere Challenge, das muss ich zugeben. Glaube ich nicht, ich habe 18 Parts gebraucht, aber nur weil ich das Spiel doppelt spielen musste, weil ich einen Cyberelf so gegen Ende verpasst habe. Einen einzigen, wegen dem habe ich das ganze Spiel wiederholen können. Boah, das ist natürlich bitter. Ja, hat der Final Level Gamer auch gemeint. Aber naja, falls dich interessiert, da kannst du ja auch reingucken, weil Mega Man Zero 1 habe ich durchaus Skill. Das darf ich jetzt so sagen. In Mega Man Zero 1 bin ich richtig gut. Genauso wie in den Touhou-Spielen, weil ich ja von... Also ich weiß nicht, kennst du die Touhou-Spiele? Touhou-Spiele? Nee, sag mir dazu nicht genau. Och, die sind auch so nicht so ganz ohne. Da kannst du ja auch mal reingucken und da habe ich ja auch von jedem Charakter, weil von denen gibt es ja auch eine Beat'em-Up-Version, habe ich normales Beat'em-Up und im härtesten Schwierigkeitsgrad und auch Killer Instinct im härtesten Schwierigkeitsgrad. Also in gewisser Weise kann man sagen, dass ich teilweise ein No-Death-Runner bin, teilweise verschiedene Challenges mache, Let's Plays, Gameplays und ja, immer mal so Videos für zwischendurch, wie zum Beispiel das Sailor Moon-Zeug oder den Turbo-Tunnel ohne Saves in einem Zug. Von Sailor Moon kann es ruhig noch mehr geben. Ja, das Problem ist, dann bekomme ich Probleme und deswegen werde ich diesbezüglich auch nichts mehr machen. Schade. Aber ich habe 2 Sailor Moon Togethers aufgenommen. Let's Play Togethers. Gab es das nicht mal für den SNES oder bin ich gerade bescheuert? Ja, eines habe ich mit Zeronimus aufgenommen, den Kanal gibt es allerdings leider nicht mehr. Und eines habe ich mit dem Chovo aufgenommen. Okay. Beide sehr lustige Projekte. Gut, jetzt haben wir schon fast 3 Minuten zu viel gelabert. Aber dafür ist es einfach zu gut. Ja, ein bisschen Quatschen, ein bisschen Aufnahme, ein bisschen den Soundtrack hier lauschen, das ist ja auch geil. Gut, dann würde ich sagen, wir sind jetzt bei fast 53 Minuten. Hast du noch irgendwelche Abschlussworte? Also, wenn ich in dem Sinne ein kleines bisschen Werbung machen darf, hätte ich schon was. Also, ihr könnt gerne, wenn ihr wollt, das ist super, ihr könnt gerne, wenn ihr möchtet, auch auf meinem Kanal vorbeischauen. Würde mich natürlich sehr freuen, weil ich mache ebenfalls genauso wie The Uncle Wolf. Gut, dass ich das richtig ausgesprochen habe. Ja. Mache ich nämlich ebenfalls auch Retro-Let's Plays. Also kann man am besten darunter sich vorstellen, Super Mario World zum Beispiel, ebenfalls Retro. Das wollte ich ja auch noch als Together, aber ich finde keinen Partner. Scheiße. Wenn du möchtest, das ist natürlich nur ein Angebot von mir, ne? Wenn du möchtest, würde ich mich dazu bereit erklären. Glaub mir eins, zu Togethers sag ich fast nie nein. Also Leute, jetzt schon mal vorangekündigt, es wird zukünftig, ich weiß allerdings nicht wann, aber das werde ich dann höchstwahrscheinlich auf meinen Kanal hochladen, ein Let's Play Together von Super Mario World geben. Yes! Ja, yeah. Let's go! So, und ich würde sagen, den Link zu The Life Force, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, genau, den findet ihr natürlich wie bei allen meinen Gästen oder Partnern unterhalb in der Videobeschreibung. Öffnet einfach die Videobeschreibung, da steht da meistens mein Gast oder was weiß ich, was ich da reinschreiben werde. Dann findet ihr seinen Link, da geht ihr rauf und guckt auf seinen Kanal vorbei, der wie schon genannt macht. Ey, Maus, nicht jetzt, Antivir, nicht jetzt, nur noch ein paar Sekunden. Und da findet ihr auch Kind in Harz und so weiter. Und noch Verabschiedung von dir? Ja, also wie gesagt, ich freue mich, wenn ihr vorbeischauen würdet und kann eigentlich nur Folgendes sagen. Euer The Life Force. Ich freue mich. Gut, dann würde ich sagen, das Video ist
fast 55 Minuten lang. Und jetzt gibt's noch meine Verabschiedung. Das war mein kleines Let's Test, wie auch immer, Battletoads. Das Let's Play wird es dann mit Save States geben. Vielleicht mit Gitris Simon, wenn er möchte. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Pfiat euch! Tschüss!